Die Schweiz hat im Jahr 2023 eine solide wirtschaftliche Entwicklung erlebt. Seit Abschaffung der Negativzinsen hat Valiant insgesamt 6 Zinssatzerhöhungen im Sparsortiment und mehrere im Vorsorgesortiment vorgenommen. Was wir in 2023 erreicht haben, macht mich sehr stolz. Wir sind auch bei der Umsetzung der Strategie auf Kurs. Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen. Das spüren wir anhand der hohen Zufriedenheitswerte sowie des erfreulichen Kundengeldzuflusses. Valiant hat das stärkste operative Ergebnis seit ihrem Bestehen erzielt. Sowohl beim Geschäftsertrag als auch beim Geschäftserfolg konnten wesentliche Steigerungen verzeichnet werden. Dank dieser sehr positiven Entwicklung kann Valiant ihr Eigenkapital weiter stärken und weist insgesamt 50 Millionen Franken an die Reserven für allgemeine Bankrisiken zu. Bei der jährlichen Kundenumfrage erreicht Valiant hohe Werte in der Gesamtzufriedenheit. Besonders die persönliche Beratung wurde von der Kundschaft sehr hoch bewertet. Auch weitere Umfragen und Rankings attestieren der Lila Bank Bestnoten. Mit den Standorten in Schaffhausen, Altstetten und Muttenz wurden die 3 letzten Geschäftsstellen dieser Strategieperiode eröffnet. Damit konnte die geografische Expansion ein Jahr früher als geplant abgeschlossen werden. Valiant will ab 2024 jährlich 12 bis 15 Millionen Franken einsparen. Alle Bereiche im gesamten Unternehmen tragen dazu bei. Bis Ende 2023 wurden 11 Millionen Franken eingespart. Ab 2024 wird der volle Effekt von 15 Millionen Franken Einsparungen zum Tragen kommen. Valiant entwickelt ihr Angebot laufend weiter. So wurden die Lila Sets vereinfacht. Bereits das Basispaket deckt die grundlegenden Bankbedürfnisse ab. Auch im digitalen Bereich ist einiges gegangen. So hat der personalisierte Bereich MyValiant zahlreiche Funktionen erhalten. Und die Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der neuen Valiant-App wurde kontinuierlich erhöht. Nachhaltigkeit genießt bei Valiant seit jeher einen hohen Stellenwert. Als eine der ersten Schweizer Banken führte Valiant den CO2-Fußabdruckrechner ein. Dieser gibt einen einfachen Überblick zu den persönlichen CO2-Emissionen. Um weiterhin die gewohnt hochstehende Kundenberatung sicherzustellen, wurden rund 800 Mitarbeitende zum Thema Nachhaltigkeit ausgebildet. Im Bereich der Finanzierung wurde die Lila Umwelthypothek lanciert, um energieeffizientes Bauen oder Sanieren zu fördern. Valiant will ihre Anspruchsgruppen am Erfolg beteiligen. Unsere Mitarbeitenden tragen maßgeblich zum erfreulichen Ergebnis bei. Deshalb sollen auch sie am Erfolg beteiligt werden. Als Wertschätzung und Dank leistet die Lila Bank aufgrund des erfolgreichen Ergebnisses einen einmaligen Sonderbeitrag von 10 Millionen Franken in die Pensionskasse der Mitarbeitenden. Bereits per Anfang 2023 wurde der Ferienanspruch um 2 Tage pro Kalenderjahr erhöht. Dank dem hervorragenden Geschäftsergebnis profitieren auch die Aktionärinnen und Aktionäre von einer Dividendenerhöhung. Ich danke Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Treue zu Valiant. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihr Engagement für Valiant.